Hallo alle zusammen, hier ist die Zusammenfassung vom 26. April. Wir haben heute sehr hart gearbeitet. Wir haben uns gegen die aufkommende Müdigkeit durchgekämpft und haben trotz allem versucht, weiterhin gut miteinander zu kommunizieren. Diesen Morgen hatte der Wecker einmal mehr zu früh geklingelt. Einige spüren ihre Erschöpfung sicher bereits direkt nach dem Aufstehen. Sofort nach dem Frühstück wird auch schon mit den Registerproben begonnen. Die Blechbläser spielen sich im Freien ein, um sich für den vollen Probentag zu rüsten. Und die Flöten? Die nutzen die warme Sonne, um schwere Partien aus La Foule am Fuße der Kapfenburg zu üben. Le morceau est difficile, en fait, c'est La Foule que tout le monde connaît. Donc il y a des traits, vous entendez, il y a plein d'autres partout, et les flûtes elles doivent travailler séparément parce que sinon on s'entend pas. En plus le sol elle résonne beaucoup, donc on a un peu du mal comme on est dit. Donc là on est bien. Ständig in Bewegung und Aktion werden manche euch sicherlich sagen. C'est très fatigant, surtout l'après-midi et le soir. Et le matin. Et le matin aussi, sans oublier le midi. Donc là je me repose. Bonne nuit. Merci. Gute Nacht. Aber gut, das ist echt eine zu vernachlässigende Unbequemlichkeit, mit der man lernen muss, umzugehen. Ein weiteres Beispiel hierfür, die Sprachbarriere. Vu qu'on galère un peu tous, du coup on se comprend, on s'aide un peu. In der Pause wurden die Kartenspiele wieder herausgeholt, bevor es daran ging, sich auf ein neues hinter die Stücke zu klemmen, die am kommenden Samstag im Konzert zu spielen sind. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns morgen wieder, dann zu einer Zusammenfassung auf Ungarisch. Yes. Wir haben gegen die aufkommende Müdigkeit gekämpft. Nochmal! Aufkommende Müdigkeit gekämpft. No!